Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Hier habe ich noch eine Flasche, die ich aus den Vereinigten Staaten hier rüber geholt habe. Three Chord, also eine Dreier-Akkorde. Strange Collaboration. Strange ist der Marke, so heißt der Weinberg in Kalifornien, von dem die Pinot Noir Fässern kommen. Kentucky Straight Bourbon Whiskey finished in Pinot Noir Barrels. Batch Nummer 9. Wir haben hier 49,5% und ich habe hier tatsächlich ein, genau, es ist Proof 99. Power of Three. So, es gibt einen Mann, der ist hier ganz wichtig. Das ist hier unser, oh, wie heißt der nochmal? Sein Name steht auf der Rückseite hier. Das ist hier Neil Giraldo. Seine Unterschrift ist dann da. Und er hat gesagt, wir haben einfach Musik. Und bei Musik, er macht schon seit fast 40 Jahren Musik. Angeblich der erste Gitarrist, der jemals live bei MTV aufgetreten ist. Auch eine ganz gute Sache. Und die haben diese Power Three, eine Dreier-Akkorde. Also Geschmack, Structure, also hier Struktur und Finish. So, was habe ich hier? Ich habe Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Falls ich den Korken irgendwann rauskriege. Kurz Korken, deshalb. Also, ich finde, das Flaschendesign ist gut. So, jo. Distilled in Kentucky, allerdings, wow. Perfectly tuned, also perfektes Tuning, perfectly tuned taste in Michigan. Finde ich interessant, ja. Er ist oben in Michigan. Und was wir haben, ist tatsächlich Whisky aus 2 bis 3 Jahre alte Whisky von The Green River Distilling. Bradshaw Bourbon war Green River Distilling. Und 5 bis 6 Jahre alte 1792 Bartons. Und dann wird das einfach gefinisht für 3 Monate in ein französisches Eichen Pinot Noir Fass von der Strange Vineyard. So, was ich absolut nicht verstehe ist, hier steht Straight Whiskey, aber es ist unter, das ist 2 Jahre altes Zeug hier drin. Irgendwo musste praktisch hier eine Altersangabe drauf sein, beziehungsweise, was ich bisher noch nicht verstanden habe, ist, wenn es steht hier Straight Kentucky Bourbon Whiskey finished in dem Moment, wo es finished in, ist es dann kein Bourbon mehr. Ah, und deshalb vielleicht muss keine Altersangabe drauf sein. Haha. Und auch was wichtig ist, was hier auch eindeutig zum Trage kommt, ist, straight bedeutet nicht single. Straight heißt, man kann alle möglichen Brennereien aus Kentucky zusammentun und es ist immer noch straight Bourbon. Straight Bourbon heißt einfach nur andere Regularien. Regularien, wow, Gesetze, Regeln, als denn das, was ich so aus Schottland so kenne und auch liebe. So, die Flasche kostet $50, das heißt, ich habe hier praktisch bezahlt, denn dort es ist 75, was ich hier, also 3 Chords, 72 sind wir jetzt da, 72 Euro sind wir dabei. So, ich weiß noch, ich habe hier diese Flasche gehabt. Davies County, Kentucky Straight Bourbon. Und da steht auch Finished in und dieses Mal am Cabernet Sauvignon Fässern. Das ist 96 Proof, 99 Proof. Okay, das heißt, wir sind hier bei 48%, hier sind wir bei 49,5 und hier Cabernet Sauvignon, hier denn dort Pinot Noir Fässern. Und ich weiß genau, wie ich 59,90 Euro ja, gesagt habe. Viel zu teuer, viel zu teuer. Und was tue ich? Ich kaufe eine Flasche für 72 Euro. Ja. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt hier überhaupt so ist. Aber ich wollte bestimmte Flaschen haben, die ich hier in Deutschland nicht kriege. Das kriege ich in Deutschland, das habe ich schon gekauft. Und ich will auch dann einfach mal sehen, was es denn auf dem Markt gibt. Die haben keine eigene Brennerei. Die kaufen Zeug ein und das fand ich auch ganz interessant. Die sind stolz darauf, jetzt hier tatsächlich. Wo ist das hier? Ich wollte hier schauen, welche Whiskys sie tatsächlich hier haben. Die haben geschrieben, denn dort. Einen Moment, lass uns sehen, ob wir das hier finden können.
Whiskys hier. Oh, da steht. Ich muss zu Process gehen, Entschuldigung. So, ja. Und jetzt hier Process. Komm, komm, zeig mir das, Price, zeig mir das. About us, join us. Und hier our line. About us. Lass uns hier gehen. Die haben geschrieben, dass sie Whisky tatsächlich aus Kentucky haben. Die haben Whisky denn aus Tennessee. Hier, our process. Und die haben Whisky, und das ist, was ich echt interessant fand hier. Die kaufen wirklich hier der bestklassige Whisky aus Kentucky, Tennessee und North Carolina? Wer ist in North Carolina? Also Indiana steht auch hier, kenne ich. Also die benutzen hauptsächlich Fässern, die ein Heavy Toast haben. Hier steht sogar Heavy Toast 4, mit allerdings nur ein Char 1. Also Char ist, wie tief denn diese Aktivkohle durch den Brennen des Holzes entstanden ist. Und unser Char ist dieses thermische Behandlung von diesen Fässern, wie tief das da reingeht. Sie haben ein eigenes Verfahren entwickelt. Es heißt Pyrolysis. Pyrolysis. Und wenn ich da hingehe, es ist die thermochemische Umwandlungsprozess, in den organische Verbindungen bei hohen Temperaturen und weitgehend unter Ausschuss von Sauerstoff gespaltet werden. Durch die hohen Temperaturen werden einige chemische Verbindungen in das Startmaterial gespaltet, wodurch den Sauerstoffmangel eine vollständige Verbrennung verhindern wird. Die entstehenden Produkte sind vielfältig. Pyrolyse. Okay, wow, okay. So, es kann in verschiedene technische Verfahren zum Einsatz kommen. So kann Biomasse durch gezielt in höherwertige Produkte wie Brennstoffe oder Chemikalien umgewandelt werden, aber auch beim klassischen Verkohlen von Kohle oder bei der Herstellung von Holzkohle findet Pyrolyse-Vorgänge statt. Chemisch gesehen ist auch das Kraken von Erdöl eine Pyrolyse-Verfahren, wird jedoch nicht so genannt. Also Cracking, ja, also interessant, interessant. So, manchmal wurde es auch Benzen genannt, trockene Destillation, zersetzende Destillation, Entgasung oder Verschwellung. Oh, auch alles Name hier. So, und das behandeln sie ihre Fässer so. Also die machen ein bestimmtes Verfahren dort in Michigan, um diese Fässer ganz anders zu behandeln als alle anderen Leute. Dann kommt dieses Kentucky-Zeug da rein. Wie ich gesagt habe, das ist Kentucky-Zeug hier tatsächlich 2 bis 3 Jahre alte Green River und dann vorher OZ Tyler und 5 bis 6 Jahre alte 1792 Burton's. Sazerac, interessant, sehr, sehr gutes Zeug. Und bekam ein 3-monatig Finish in diese französische Eiche, Pinot Noir, an der Nase. Leichte Rotweinmomente, eine fruchtige, bärige Note. Also ich finde, das hat irgendetwas. Ein bisschen auch schokoladiger, eine dunkel schokoladige, ein bisschen Pflaume, ein bisschen dunkle Kirsche. Bis hin zu Himbeer und Vanille. Also not bad, also besser als erwartet. Hier, Davis County. Auch an der Nase auch nicht schlecht. Wesentlich süßer. Also beide Kentucky, beide unabhängig abgefüllt. Hier vom Lex Row und hier dann von Three Chords, von der Musiker. Hier unser Musiker Neil Giraldo. Okay. Also an der Nase würde die Süße hier von Davis County fast gewinnen. Aber hier ist das ein kleines bisschen. Es weckt mehr Neugier. Gut, lass uns verkosten. 49,5%, 48%, fast gleich, ja. Also auch in Amerika ist das ungefähr $10 billiger als das. Tschüss. Trockener als ich wollte. Wow. Also, sowohl der. Ich bilde mir ein, die französische Eiche, diese Ehrenschokolade-Moment,
wie auch diese trockene Pinot Noir, also Rotwein-Moment, kommt hier gut zum Vorschein. Das ist fast wie ein Whisky, von dem man ein bisschen Sodbrennen bekommen kann. Nicht gut. Also die Beeren, also ich habe Johannisbeeren, die noch nicht ganz reif sind. Ein bisschen Nelken, ein bisschen Pfeffer. Nicht schlecht, nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe diese Whisky schon mal gehabt im Glas. Ich habe ein Video dazu gedreht und ich fand den furchtbar. Werde ich den heute genauso furchtbar finden, gerade nachdem ich dieses hier erstmal hart im Glas hatte. Es kann sein, dass es auch eine Wechselwirkung bei meinem Video gegeben hat, wo einfach mal der Whisky davor, ob das der French Oak war, ob das normal Kentucky Straight Bourbon vom Davis County war, oder auch der Wechselwirkung hiervon auf diese Whisky hier ein bisschen das schiebt. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts werden wir es so sehen. Bourbon gereift in Weinfässern oder gefinischten Weinfässern, Rotweinfässern. Frage des Tages: Welche andere Bourbon gefinischten Rotweinfässern habt ihr schon gehört? Angels Envy fing fast praktisch alles damit an, mit dem armen Portwein gefinischt. Ob das Wein ist, ja, Portwein. Ich bin gar nicht so sicher, ob die tatsächlich ihre Fässer, ich glaube, die Portweinfässern da von Angels Envy kommen auch aus Kalifornien und noch nicht mal aus Portugal. Mache ich immer noch nicht. Da ist mehr Süße, aber auch mehr Tannin. Oh, jetzt. Okay. Bäh. Oh, bitter, 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 bitter. Ich glaube, ich habe eine ähnliche Reaktion gehabt. Das erste. Oh, da habe ich Sodbrennen. Boah, ja, no. Also, da ist irgendwas hier drin. Also, da was mein Geschmacksnerven auf Alarmbereitschaft schaltet. Wow. Ich brauche ein bisschen mehr Wasser danach. Ich habe es verdrängt. Das war, ich habe gewusst, ich habe Angst davor und ich weiß genau wieso. So, und dann eine bittere, holzige, nicht rotweinreife Moment. Also, ich mache Cabernet Sauvignon sehr, aber irgendwie in meinem Bourbon gar nicht bisher. Three Courts, unser Pinot Noir. Frage des Tages: welche Bourbons, von mir aus, welche Whiskys aus Amerika, Rye, Single Malt, Bourbon, Wheat, Corn, was auch immer kennst du, wo auch deine Rotweinfässern zum Einsatz schon gekommen sind in Finishing oder auch in der Reifung? Was fehlt, ist eine leichte Grundsüße. Aber als ob faktisch ich nenne das einfach so, da hat viel Süße am Anfang und dann wird es einfach herb und bitter und ja. Das hier hat eine Grundsüße, als fast ob es Zucker reduziert wäre. Also als ob man ein Pudding isst, in dem 30% weniger Zucker. Ein Bourbon mit 30% weniger Zucker da drin. Und das ist das, was ich kriege hier von diesem Toasting, von diesen Fässern. Ich habe eine deutliche Rotwein-Moment, aber eine süße, süffige Rotwein-Moment. Mir schmeckt dieser Whisky nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Das ist ja ein Dreier-Whisky für mich. Ich kann es take it or leave it, also stehen lassen oder es auch denn verkosten. Aber ich habe wenig Drang, obwohl ich das jetzt hier nochmal tue, denn ich will ein bisschen mit Wasser spielen. Dieser Kunstkorken ist echt da wirklich krass eng da drin. Ich werde ein bisschen mit Wasser hier probieren. Ich verspüre kein Jucken in meinen Finger, noch einmal hier danach zu schenken. Also vieles, was da drüben ist, in meinem Bourbon-Regal, würde ich eher dazu greifen. Ein Double Oak vom Woodford Reserve, also einer meiner Lieblings-Bourbons überhaupt. Lecker, 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 lecker. Ein Elijah Craig natürlich auch in der Reichweite, Barrel Proof, oh, Bottle of Wow.
Da juckt es meinen Fingern immer wieder, was einzuschenken. Hier, nö. Da habe ich absolut irgendwie wenig Ambition zu sagen, noch ein Glas. Gut, einmal über Wasser. Schauen wir mal, was passiert. Wir waren hier bei 49,5%, was nicht unbedingt bei Bourbon viel wäre. Ändert sich an der Nase nicht sehr viel. Ja. Wasser hat ein bisschen einen ähnlichen Moment hier geschaffen. Da kommt mehr herbe, holzige, bittere Momente. Nicht eine schöne dunkle Schokolade, sondern eine Eichenbrett. Kein Wasser nötig. Okay, drei. In den Vereinigten Staaten kostet diese Flasche hier $50. Auch da würde ich sagen, momentan würde ich ein Angel's Envy oder würde ich hier ein Three Quart kaufen. Angel's Envy. Also würde ich einfach mal ein 3 minus, 4 plus geben für Preis 4 plus. Preis-Leistung, das ist nicht eine Flasche, die ich brauche. Ja, braucht man nicht. Eins, warum hast du nicht gekauft? Zwei, kaufen. Drei, kann man kaufen. Vier, braucht man nicht kaufen. Fünf, wozu wurde es überhaupt gemacht? Nein, es ist kein 5. Es ist ein 4++ im Preis oder ein 3 im Geschmack. Da ist nichts Verkehrtes, so pur, aber auch nichts, wo es danach leckst. Also Jagdgefühle ausgelöst werden. Kaufen noch mal. Aber die haben verschiedene Produkte hier. Also ganz kurz hier für mich noch mal. Die haben hier eine Flasche, die fand ich echt interessant. Also, ja, also unsere Flaschen hier, Our Line of Spirits. Die haben drei, die so aussehen und eine, die so aussieht, was echt interessant ist. Die haben einen Blended Bourbon Whiskey, also das ist bis zu 5, bis zu 12 Jahre alte Whiskey aus Kentucky, Indiana und Tennessee. Die haben ein 12-Bar Reserve. Also das geht irgendwo von 56,5 bis hoch zu 53,5. Interessant. Gut, auch da ist ein 12 Jahre alter dabei. Also interessant. Die füllen immer nur 600 Flaschen, das Small Batch. Das heißt, wenn ich hier Batch Nummer 9 habe, ist praktisch 600 mal 9 sind 5400 Flaschen bisher davon abgefüllt worden. Die haben ein Roggenwhisky. Und das ist, wo sie sagen, ein Roggenwhisky, der sehr grain-forward bis hin zu grasig wird. Also, ich könnte mir echt vorstellen, wenn ich das schreibe, genauso ist diese Beschreibung hiervon. Das ist genauso wie unser Ranger Creek Texas Rye Whiskey. Der war ja sehr grasig, sehr kräuterig, aber wenig hier von den Roggenmomenten, die ich so liebe bei anderen Sachen. Und dann haben wir unsere Strange Collaboration mit der Weinberg Strange dort aus Kalifornien. Und dann haben sie einen Whiskey Drummer, habe ich noch nie gesehen, auch nicht mehr zu kaufen. Und die haben einen Tennessee Straight Whiskey, der mindestens 36 Monate alt ist. Also 3 Jahre alt. Ja, okay, gut. So ist das manchmal, wenn man jetzt hier sagt, man möchte gerne einen Whiskey haben, in dem es einfach Geschmack gibt, Structure gibt und Finish gibt. Kann man auch machen. Super. Welche Wein, Rotwein gefinischte Bourbons habt ihr schon mal gesehen oder getrunken? Whiskey Jason, alles Gute, bis dahin, vielen Dank, liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Warum? Der Link ist unten, weil da kommt nochmal 6, 14 verschiedene neue Bourbons und vielleicht schmecken sie echt richtig gut. Ich bin auf der Entdeckungsreise, ein Abenteuer ist es, zu entdecken, was Neues es gibt und wo man Tendenz hingehen sollte und Tendenz vermeiden sollte. Hier beobachten, schauen und sehen, was da weiterkommt. Alles Gute euch, Whiskey Jason. Ciao.